kommen Sie doch mal mit, was ich Ihnen Neues zu zeigen habe. Wir sind genau hier auf der zukünftigen HNO-Station. Zukünftig werden wir hier 30 Patienten unterbringen, sowie die Behandlung und die Ärzte für die HNO-Eingriffe. Wir schaffen hier auch die Voraussetzungen für unsere elektronische Patientenakte, dass alles, was dokumentiert wird, direkt in die Patientenakte einfließt. Dazu ist ein hoher IT-Aufwand notwendig, der hier installiert wird. Dann haben wir hier die Audiometrie, das Herzstück für die HNO-Abteilung, wo Gehörtests gemacht werden, wo entsprechende Behandlungen durchgeführt werden. Alles, was rings um HNO zu beachten ist. Wir freuen uns sehr, dass ein ganz modernes Labor einzurichten für die Audiometrie, dass wir unsere Patienten auf neuesten Stand behandeln können. So, und hier kommen zurzeit unsere Kinder auf die Welt. Das ist die Übergangslösung, bis wir unsere neuen Räumlichkeiten in Betrieb nehmen können. Jetzt zeige ich Ihnen mal, wie toll das bei uns wird. Wir können gleich mal auf die Baustelle gehen. Ja, hier entsteht der Sectio OP. Der dient praktisch für die Kaiserschnittentbindungen. Anschließend tun sich dann die Kreissäle. Wir haben hier praktisch investiert in Millionenhöhe zu einer der modernsten Entbindungskliniken, die in Sachsen entstehen. Aber hier haben wir einen Kreissaal. Hier anschließend beginnt die Kinderintensivstation, alles auf einer Ebene. Und nach der Kinderintensivstation beginnt dann die normale Kinderstation, sodass wir also die Betreuung absolut auf einer Ebene absichern können. Qualität ist ein wichtiges Merkmal und natürlich auch die Fachbetreuung durch entsprechendes qualifiziertes Personal. Und das ist in Riesa vorhanden. Neuer Haupteingang, Cafeteria, Durchgang zum Haus 2. Ganz wichtig, das ist der Plan gewesen immer. Haupteingang, Übergang zum Haus 2, kurze Wege, Notaufnahme, Röntgen, Ambulanz. Na, du hast hier also praktisch eine Balustrade, du gehst vorne rein und gehst dort auf die Wand zu, die gelbe Wand, wo das Röntgen hier ist, und dort die Notaufnahme. Hier entsteht moderner Lichtschacht mit einer entsprechenden Lichtdecke, um auch den Eingangsbereich entsprechend auszuweiten und ein gutes Ambiente zu schaffen für diejenigen, die als erste Mal ins Krankenhaus kommen. So, dann wüssten Sie wieder das Neueste, aber wir werden Sie auch weiterhin auf dem Laufenden halten.